Mein Name ist Uwe Heiland, bin 42 Jahre alt, verheiratet und habe 2 Kinder und bin seit 17 Jahren bei der Bundeswehr. Die Entscheidung war ganz bewusst getroffen, ja. Ja, man kann schon sagen, da war ein Stück weit Abenteuerlust dabei. Seit 2009 bin ich in Behandlung im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz und habe dort die Diagnose PTBS bekommen, posttraumatische Belastungsstörung. Also mein erster Auslandseinsatz war 2001, da war ich ein halbes Jahr im Kosovo. Der zweite war 2003, da war ich ein knappes halbes Jahr in Afghanistan, in Kabul. Der dritte Auslandseinsatz war 2005. Im Januar bin ich nach Sumatra geflogen, im Rahmen der Tsunami-Hilfe. Der vierte Auslandseinsatz war im gleichen Jahr. Da war ich dann für 4 Monate nochmal in Afghanistan, dieses Mal in Kunduz. Und der fünfte und letzte Auslandseinsatz war 2007. Da war ich in Bosnien stationiert. Nun, das war das erste Mal schon, auch im ersten Einsatz, wo ich in Kosovo war, wo sich ja, mein guter Bekannter hinter mir morgens beim Frühstücken erschossen hat. Da hat man sich dann schon gefragt, so, was mache ich eigentlich hier? Der 11. September 2003, da gab es in der Nacht um 23 Uhr einen Raketenangriff auf das Lager, wo 2 Raketen abgeschossen wurden und die auch das Lager getroffen haben. Diese Anspannung und Ängste bis hin zur Todesangst zu spüren, das ist ein Trauma, das mich da nicht mehr loslässt. Also angefangen hat es mit Schlafstörungen, Albträume kamen dazu. Das Schlimmste sind halt diese Flashbacks, nennt man das, dass man immer das Erlebte wie ein Film vor den Augen abläuft und man sich in die Situation zurückversetzt fühlt, wie es damals auch wirklich war. Wenn ich in diesen Situationen war, habe ich dann auch immer diese ganz speziellen Gerüche in der Nase gehabt. Ich bin nicht mehr groß in die Öffentlichkeit gegangen, weil man Angst hatte, jeder Ausländer könnte ein potenzieller Attentäter sein. Das ging nicht mehr. Ja, man war einfach so nicht mehr lebensfähig. Da war ein schwer verletztes Kind nach einem Autounfall eingeliefert worden und ich sah urplötzlich meine eigene Tochter auf dem Tisch liegen und musste also sofort diesen Saal verlassen. Und da haben dann auch die Ärzte dann gesagt, irgendwas stimmt da nicht. Ich nehme morgens Medikamente, die mich den Tag über stehen lassen. Also reine Antidepressiva sind das. Und ich habe lange Jahre abends Medikamente genommen, die mir helfen, müde zu werden und dann auch einzuschlafen. Und Medikamente, die mich nicht mehr daran erinnern lassen, dass ich oder was ich nachts geträumt habe. Ich war der Meinung, ich komme genauso heim, wie ich auch hingegangen bin. Jetzt im Nachhinein weiß ich halt, dass das so nicht der Fall war. Das ist auch der Grund, warum ich mich dann zum Lotsen für Einsatzgeschädigte habe ausbilden lassen, um einfach Kameraden das ein Stück abzunehmen, was ich alles habe durchmachen müssen und die an die Hand zu nehmen und dass sie nicht alleine da stehen müssen, so wie ich das gemacht habe. Ich bin für mich darüber in Einklang gekommen, dass ich nicht mehr gesund werde, dass ich chronisch krank bin. Ja, ein einigermaßen normales Leben weiterzuführen. Freunde wiederzufinden,
mit der Familie klarzukommen. Ja, das sind so die großen Wünsche habe ich nicht.